Ja, nun stehe ich hier in unserem Hallenbad in Hövelhof. Zwar nicht in Badehose, gerne wäre ich jetzt hier am Schwimmen, wie sonst ja so häufig, aber in diesem Jahr ist alles anders. Nun stehe ich hier in Anzug, aber es kommen doch nostalgische Gefühle auf, wenn ich vor diesem Startblock stehe und daran denke, wie oft bin ich hier schon runtergesprungen und lang durch dieses Becken geschwommen. Ja, schon als Kind war ich hier, habe hier die ersten Schwimmübungen gemacht, habe hier das Schwimmen gelernt, war mit der Schule oftmals in diesem Becken. Erinnerungen werden wach. Doch jetzt geht es darum, können wir dieses Bad überhaupt noch mal wieder öffnen? Ich hoffe ja, dass nach der Corona-Zeit, vielleicht sogar im Spätsommer 2021, hier wieder Wasser eingelassen wird. Zwar nicht für die nächsten Jahrzehnte, aber hoffentlich noch mal für rund 4 Jahre. Doch bis dahin wollen wir ein neues Hallenbad schaffen. Ein Hallenbad, was dieses Hallenbad noch mal übertrifft. Ja, herzlich willkommen. Hallo, freu mich, Mensch. Hövelhof. Schön, mal wieder bei Ihnen zu sein. Ja, ich freue mich, Sie zu sehen. Wie behalten Sie, ne? Mit der Karte schließen Sie ja Ihren Garderobenschrank ab, falls Sie eine Badehose dabei haben. Selbstverständlich. Ich freue mich, um wieder richtig tief eintauchen zu können hier. Ja, nun stehe ich hier. Als Kind kann ich mich gut erinnern, wie wir hier drüber gegangen sind. Zunächst mal haben wir das Schwimmen hier gelernt und irgendwann waren wir dann so weit und durften in das Große gehen, durften in das Tiefe gehen, so haben wir es genannt. Und dann ging es auch hier drüber. Das war immer ein besonderes Gefühl, wenn wir über diese Barrieren gehen durften. Und dann endlich waren wir große Schwimmer. Und wenn wir dann einmal runtertauchten, von oben nach unten, und durften dann mit den Füßen das Schwarze treffen, da waren wir ganz, ganz stolz. Ja, hallo. Also ich kann dem, was Herr Behrens gerade erzählt hat, nur zustimmen. Auch unsere Hövelhofer Kinder, Schwimmkurskinder, Schüler und Vereinskinder freuen sich nach wie vor, aus dem flachen in den tiefen Teil zu kommen oder auch vom Startblock zu schwimmen oder zu springen oder auch zu tauchen. Also die Zeiten haben sich dann nicht geändert. Also was vor 50 Jahren aktuell und modern war, ist heute auch noch. Die freuen sich heute noch wie, ich sage jetzt mal den Ausdruck, Bolle. Die freuen sich, wenn sie tauchen können, den Ring hochholen. Wenn sie das geschafft haben, dann kommen die hoch. Ich hatte mal ein Schwimmkurskind, da erinnere ich mich heute noch. Ganz lustig, der hat immer erzählt, ich bin von einem 4-Meter-Turm gesprungen, Heike. 4 Meter. Er meinte natürlich immer den 4. Startblock. Aber für ihn, er war so stolz, dass er von diesem 4-Meter-Turm, diese Illusion habe ich ihm auch nicht genommen. Das habe ich dann tatsächlich mal so stehen gelassen. Ja, was soll ich? Was haben Sie, Frau Wittmann, was haben Sie für Gefühle, für Erinnerungen, wenn Sie so stehen in diesem Becken hier? Traurig. Traurig. Ich bin jeden Morgen, ich bin ja morgens auch noch 2 Stunden hier, erledige so ein paar Wartungsarbeiten. Also nach wie vor macht es mich sehr traurig. Das ist mein Arbeitsplatz. Und dieses leere Becken zu sehen, geht mir schon wirklich nahe. Das ist ein Becken, da gehört Wasser rein, da gehören meine Badegäste rein, da gehören unsere Hövelhofer Schülervereine rein. Also hier gehören alle Gruppen, die ich vorher hatte, gehören hier wieder rein. Das also wirklich, und da spreche ich auch nicht nur für mich, da spreche ich auch von meinen Kolleginnen. Wir vermissen einfach unseren Arbeitsplatz, unsere Badegäste, unser Wasser. Was würde an so einem Donnerstag wie heute alles passieren hier? Was ist so ein typischer Donnerstagnachmittag? Ein typischer Donnerstagnachmittag ist ja, wir öffnen um 14 Uhr, da kommen erstmal ganz unsere Stammbadegäste, dann kommen ein paar vereinzelte Kinder, wir haben auch Flossennachmittag. Ab 16 Uhr wäre dann der Verein da für Aquafitness, würde dann ab 17 Uhr findet dann Vereinsschwimmen bis 19 Uhr statt und dann ist übergangslos geht es dann in den öffentlichen Badebetrieb über. Das wäre so ein klassischer Donnerstag. Und am Freitag kommen dann auch die älteren Generationen, das Wasser ist ja dann ein bisschen wärmer. Richtig, genau. Freitag haben wir ja Warmbadetag und der wird natürlich super genutzt. Da fängt das wirklich, zack, um 13 Uhr, sobald wir geöffnet haben, geht das los, da kommen die Ersten. Also wird sowas von genutzt, wirklich. Es ist natürlich auch toll in einem warmen Wasser. Wir haben fast 32 Grad Wassertemperatur und dann habe ich ab 16 Uhr haben wir dann ja auch Kleinkinderbad. Da kommen ganz viele Familien, nutzen tatsächlich auch gerne die Zeit, die sie nur für sich haben. Also wirklich nur das Kleinkinderbad von 16 bis 18 Uhr. Da sind ja wirklich keine anderen Badegäste, nichts. Das ist wirklich eine Zeit nur für diese Gruppe.
Ah, und ab 18 Uhr habe ich Damenbad. Auch das wird gerne genutzt. Das ist wirklich nur das Damenbad. Also da darf auch kein Jugendlicher, kein Mann, kein gar nichts, also keine Ehemänner oder sonst was, wirklich das reine Damenbad. Ja, und ab 19.30 Uhr findet ja dann auch das Behindertenbad mit Vereinsschwimmen statt. Ne? Frau Ichmann, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was braucht Hövelhof für ein Hallenbad, um auch zukunftsfähig zu sein, aus Ihrer Sicht? Ja, also meine ganz persönliche Meinung wäre wirklich, ich tendiere auch in die Richtung, dieses Bad in der Größe finde ich gut, dieses Becken, wirklich tatsächlich mit einer Bahn mehr. Dann würde ich auch ein Leerschwimmbecken wirklich sehr gut finden. Und über ein Kleinkinderbecken sollte man tatsächlich nochmal nachdenken, ob Hövelhof das wirklich braucht. Also was Sie spüren, gerade auch jetzt, wo Sie ja viel im Ort unterwegs sind, die meisten wünschen sich doch ein neues Hallenbad. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein neues. Wobei die meisten auch schon wirklich fast alle sagen, wir wären froh, wenn wir jetzt überhaupt eins hätten. Ne? Also besser ein Hallenbad wie gar kein Bad oder ein neues Bad. Ne? Also und ein neuer Standort direkt am Kolbach, das Hallenbad wird ja dann etwas tiefer liegen und man würde dann beim Schwimmen auch direkt in die schönen Kolbachauen schauen. Ist das was? Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mich total drüber freuen. Wirklich. Also, und das würde ich auch befürworten. Ich finde das total klasse. Einfach auch nochmal neu anfangen. Also das ist ja für mich auch, das ist ja absolutes Neuland mal für mich, ein ganz neues Hallenbad. Ich bin in ein Bad reingekommen, was ja schon Bestand hatte. Ich habe das übernommen von Herrn Matthäus damals noch. Ich würde das klasse finden, ein neues Bad mit zu betreuen, über die Zeit zu betreuen und dann auch mit aufzumachen. Und die Badegäste auch wieder begrüßen zu dürfen. Als ich Kind war, stand dort immer in dem Bademeisterhäuschen die Mainzelmännchen. Das war für uns immer ein ganz imponierendes Bild. Sind die eigentlich noch da? Ja, die gibt es noch. Und die werden auch auf gar keinen Fall werden die verschwinden. Also die Mainzelmännchen haben wir immer noch. Wir haben auch diesen großen, den Chef, den Det. Die habe ich aber weggeschlossen. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Ja. Okay. Ja, und von 1972, die Mainzelmännchen gehören dazu. Und wie man sieht, hat sich unser Chef mit unserem Chef getroffen. Also die gehören zusammen. Die gehören auch nicht wegzudenken. Und die werden auch mitgenommen. Die packe ich schön ein und dann Abmarsch. Hallo. Also nicht, dass ihr das bis heute vergessen habt. Es wird immer noch nicht vom Beckenrand gesprungen. Ja, Frau Ichmann, lange ist her. Bestimmt ein Jahr, als wir das letzte Mal gesagt haben. Wie fühlt man sich jetzt hier an dieser Stelle wieder? Gut, richtig gut, ist mein Arbeitsplatz. Ich freue mich total und ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn wir den wieder übernehmen können, weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, weil mein Beruf ist meine Berufung. Also ich bin hier, das ist wie ehrlich gesagt mein zweites Zuhause. Irgendwann habe ich mal zu meinem Mann gesagt, ich muss mal in mein Hallenbad und da hat er gesagt, Heike, ich habe gar nicht gewusst, dass wir ein Hallenbad haben. Ja, da könnte es entstehen, das neue Hallenbad, idyllisch gelegen, direkt am Kolbach, vielleicht demnächst sogar noch mal mit einem Außenbecken, aber das könnte später mal folgen. Aber zunächst mal dort vorne 5 Bahnen, ein Leerschwimmbecken. Einen schöneren Platz in Hürlof gibt es gar nicht für ein neues Hallenbad. Hier. Ja, Frau Ichmann, wie viele Kinder haben denn hier wohl schon schwimmen gelernt unter Ihren Fittichen? Ja, wenn ich das mal noch wüsste. Da sind so einige durchgegangen. Also, ja, was soll ich jetzt für eine Zahl mal nennen? 100? 200. Also einige Kinder aus Hövelhof, die sind auch teilweise heute schon fast erwachsen. Ich bin ja jetzt auch schon 18 Jahre hier. Die haben bei mir das Schwimmen gelernt. Auch sogar weiter. Also nicht nur das Seepferdchen. Wir haben ja auch im Nachgang Bronze und Silber tatsächlich auch schon abgenommen. Ne? Und wenn die Kinder dort das erste Mal wirklich schwimmen können, diese glücklichen Gesichter, das muss einem doch viel, viel Erfüllung geben, oder? Ich sage Ihnen, da weiß man dann auch, warum man das macht. Also von der ersten Schwimmkursstunde bis zur letzten ist ein langer und harter Weg für beide Seiten. Aber die Freude, die dann am Ende da ist, da ist alles andere, was vorher gewesen ist, dann echt vergessen. Ne? Die jubeln und dann wird auch sofort Oma oder Opa angerufen oder die dürfen, viele haben dann auch schon, dass man dann wirklich tatsächlich auch, Oma hat mir jetzt versprochen, ich darf jetzt in den Fußballverein. Ich wollte eigentlich gar nicht schwimmen lernen, aber habe ich gemacht. Ne? Oder ich kriege dies und das. Oder die Mädchen kommen mit einem wunderschönen neuen Badeanzug. Guck mal, da kommt jetzt mein Seepferdchen hin. Herrlich. Es ist einfach herrlich. Das ist wirklich so, das stimmt. Und kommen die heute ab und zu noch auf Sie zu und sagen, bei Ihnen oder bei dir habe ich schwimmen gelernt?
Also da kann man sich, ja, also die duzen uns tatsächlich. Also es ist, dürfen sie ja auch. Es ist manchmal ganz lustig, wenn wir hier in Hövelhof irgendwo zum Essen gehen, dann gucken sie, guck mal Mama, die Bademeisterin, bei der habe ich schwimmen gelernt. Das ist total, das ist so süß. Also doch, auch die Älteren, die kommen heute auch noch. Heike, hallo, ist schon toll, ist toll. Das gibt einem auch richtig was. Da weiß man wirklich auch, warum man das macht. Ja, es war schon eine sehr weitreichende Entscheidung 1972 zu sagen, wir in Hövelhof, wir bekommen ein Hallenbad. Es ging uns finanziell nicht so gut wie heute, doch trotzdem waren die Urväter sehr, sehr weitsichtig. Sie sagten, bei uns in Hövelhof soll jedes Kind schwimmen lernen. Bei uns in Hövelhof soll es für die Schüler und Schülerinnen ein Angebot im Sport geben, was auch mit Schwimmen zu tun hat. Bei uns in Hövelhof sollen die Vereine eine Möglichkeit haben, sich sportlich zu betätigen. Der Hövelhofer Schwimmverein oder der DLRG. Und was haben wir für tolle Vereine durch dieses Hallenbad in Hövelhof bekommen? Bei uns im Hövelhof sollen auch die Älteren eine Möglichkeit haben, an warmen Badetagen sich zu regenerieren. Bei uns in Hövelhof sollen auch diejenigen, die vielleicht ein Handicap haben, körperlicher Art, die Möglichkeit haben, sich hier aktiv mit in das Leben einzubringen. Viele, viele Angebote sind entstanden und so ist dieses Hallenbad aus dem Leben von Hövelhof gar nicht mehr wegzudenken. Und wir spüren das gerade jetzt in diesen Zeiten, wo das Wasser rausgelassen ist, dass hier in Hövelhof etwas fehlt. Darum haben wir uns auf den Weg gemacht, ein neues Hallenbad zu planen. Denn nach 50 Jahren tropft es schon an der einen oder anderen Stelle durch. Wir haben Untersuchungen durchgeführt, die sagen, dauerhaft ist dieses Hallenbad leider nicht mehr zu halten. Das ist normal nach 50 Jahren, dass ein solches Hallenbad abgängig ist. Und deswegen ist es auch normal, dass wir uns Gedanken jetzt machen um ein neues Hallenbad mit vielleicht 5 statt 4 Bahnen. Denn der heutige Schwimmsport möchte möglichst ein wenig mehr Kapazitäten haben. Vielleicht denken wir auch darüber nach, das Ganze etwas abzutrennen, dass wir 2 Becken haben. Dies zum Schwimmen, 25 Meter Bahn, 5 an der Zahl. Und zusätzlich ein Leerschwimmbecken, wo natürlich die Kinder das Schwimmen lernen, aber wo auch Angebote von Aquafitness, von Wassergymnastik oder vielleicht auch Präventionstherapiemaßnahmen durchgeführt werden können. Und bei der Fragestellung, was für ein Hallenbad wir zukünftig benötigen, möchten wir Sie mitnehmen, liebe Hövelhoferinnen, liebe Hövelhofer. Sie sollen uns sagen, was Sie benötigen. Eine umfangreiche Umfrage hat ergeben, dass mehr als 95% aller Teilnehmer, und das waren weit über 500 gesagt haben, wir brauchen ein neues Hallenbad. Wir brauchen ein Hallenbad mit diesen 25 Meter Bahnen, mit einem Leerschwimmbecken. Ja, und 31% haben auch noch gesagt, wir brauchen auch ein Kleinkinderbecken zusätzlich. Diese ganzen Gedanken fassen wir gerade zusammen, um Sie dann zu fragen, sollen wir ein neues Hallenbad bauen? Ja, Kreuzchen, oder nein. Ja, wo könnte ein solches Hallenbad stehen? Auch hier haben wir lange überlegt. Vielleicht am alten Standort, aber das würde bedeuten, es gibt weitere 4 Jahre kein Schwimmen mehr in Hövelhof. Eine ganze Kindergeneration in der Grundschule lernt kein Schwimmen mehr hier vor Ort. 4 Jahre ist eine lange Zeit. Und deswegen überlegen wir, ob wir das Hallenbad tatsächlich hier nochmal reaktivieren mit einigen Sofortmaßnahmen und an der gegenüberliegenden Seite in der wunderschönen, idyllischen Kolbachaue ein neues Hallenbad dann zu errichten, sodass beides parallel laufen könnte. Hier weiter schwimmen und dort der Bau eines neuen Hallenbades. Und wenn dann alles gut gehen sollte, hätten wir im Sommer 2025 wieder ein neues Sennebad, ein Bad, was seinesgleichen sucht, mit zusätzlichen Angeboten, mit mehr Öffnungszeiten und mit sehr, sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Deswegen lade ich Sie herzlich ein, dabei zu sein bei der Abstimmung im Juni 2021, machen Sie das Kreuz an der für Sie richtigen Stelle. Und wenn die meisten Ja sagen, und das ist wichtig, dass es auch 20% der Wahlberechtigten sind, die Ja gesagt haben, deswegen möglichst viele zur Abstimmung kommen, dann werden wir uns sofort auf den Weg machen, in die Planung weiter einsteigen und zeitnah mit dem Neubau beginnen. Freuen wir uns daher auf das große Prozedere der nächsten Wochen und freuen wir uns darauf auf ein gutes Ergebnis bei dieser Abstimmung. Nun steigen wir auf in eine neue Generation des Schwimmens, steigen auf in ein neues Sennebad.